Jetzt mal eine spannende Frage. Ihr habt ja jetzt nun den Winter Resort Simulator jetzt gemacht. Den ersten und den zweiten Teil. Wie kommt es jetzt, dass ihr jetzt einen U-Bahn-Simulator macht? Berechtigte Frage, ja. Hallo. Ja, wir freuen uns, Moin. dass wir jetzt hier bei HR Innovace sein können. Genau, weil wir jetzt den U-Bahn Hamburg, also von U-Bahn Hamburg etwas präsentiert bekommen. Vielleicht kannst du ja erstmal anfangen, sagen, was bietet denn euer neuer Simulator? Gerne, hi. Ich bin Max von HR Innovace. Wie ihr schon gesagt habt, wir entwickeln den Subway Sim Hamburg. Es geht um sehr realistische U-Bahn-Simulation in Hamburg bei der Hochbahn. Wir haben eine sehr spannende Linie mitgebracht und das Ganze mit einer richtig coolen Grafik. Ich würde sagen, starten wir direkt mal mit unserem Teaser, dass ihr euch ein bisschen was von unter dem Produkt vorstellen könnt und dann gehen wir in die Tiefe. Jo. Ja, man hat es schon gesehen. Wir sind an einem sehr detaillierten Nachbau vom DT5 dran. Ich habe es auch schon kurz erwähnt. Es geht um eine Linie, es geht um die schönste und spannendste Linie, die das Hamburger Netz so zu bieten hat, nämlich um die U3. Das heißt, wir fahren durch den ganzen Hafenbereich mit der Speicherstadt, mit der Elbphilharmonie, mit dem Michel, mit den Landungsbrücken, der Elbpromenade und so weiter. Bringen also hier den fantastischen Ausblick, den man von den Gleisen der Hochbahn bekommt. Aber natürlich auch die ganze restliche Strecke der U3, die ist ja als Ringlinie angelegt, das heißt auch betrieblich sehr, sehr spannend, weil wir einfach in der Station Barmbek die Verknüpfung haben, gleichzeitig eine Endstation und eine Zwischenstation, die dort vorhanden ist. Und das wird ein sehr spannendes neues Produkt. Ja, das glauben wir auf jeden Fall. Warum habt ihr euch denn gerade für Hamburg entschieden? Hamburg ist ja eine der beliebtesten deutschen Städte, was Tourismus angeht. Gerade auch im Ausland, sag mal, doch immer wieder ein Urlaubsziel. Und wir haben uns dann auch angeschaut, welche U-Bahn-Linien gibt es denn eigentlich generell im deutschen Sprachraum, die so wirklich Spaß machen, wo wir also nicht nur die ganze Zeit im Tunnel unter der Erde unterwegs sind, sondern wo wir einfach einen Ausblick haben und wo das Fahren auf der Linie richtig Freude bereitet. Und da haben wir festgestellt, ist die Linie U3 in Hamburg einfach wirklich die spannendste Linie, die wir da in Deutschland zu bieten haben. Und genau deshalb sind wir jetzt hier unterwegs. Jetzt mal eine spannende Frage. Ihr habt ja jetzt nun den Winter Resort Simulator jetzt gemacht. Den ersten und den zweiten Teil. Wie kommt es jetzt, dass ihr jetzt einen U-Bahn-Simulator macht? Berechtigte Frage, ja. Na, der Punkt ist, wir waren bis jetzt zwar schwerpunktmäßig mit den Seilbahnen unterwegs, aber das war nicht das einzige Thema, was uns interessiert hat. Also es war schon be von Beginn an, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich nicht uns zu sehr auf diesem Winterbereich fixieren, sondern wir würden gerne ein bisschen einen weiteren Zugang zu dem Thema Simulation bieten und haben auch schon immer ein bisschen in die Richtung Rail Simulation, also sprich Eisenbahnsimulatoren geschaut. Und jetzt gibt es einfach für uns die Chance, dass wir unser Können auch in diesem Bereich unter Beweis stellen und deshalb sind wir sehr, sehr oder freuen wir uns schon sehr groß auf den Release vom Subway Sim. Ja, ich denke mal, also gerade auch bei uns in der Community wird es sehr, sehr viele geben, die jetzt ja ganz, ganz große Augen und Ohren haben, die sich wirklich dann auch freuen. Welches Engine benutzt ihr denn für Subways in Hamburg? Wir sind mit der Unreal Engine 5 unterwegs. Das heißt, wir haben da State of the Art, was gerade neu announced wurde, dieses Jahr schon mit drin. Und so kriegen wir es dann auch hin, dass wir eine super detaillierte Grafik haben. Also das heißt, wenn man sich hier auch auf dem Video mal den DT5 anschaut, den wir nachgebaut haben, da gehen wir richtig, richtig weit ins Detail rein. Aber natürlich auch was Belichtung angeht und generell Texturauflösung und so, da bringt uns die Unreal Engine 5 einfach das, dass wir grafisch ganz weit vorne dabei sind.
Ja, das stimmt. Also die Engine 5 ist ja wirklich auch, gerade auch was Performance angeht, habe ich vorhin gelernt. In einem anderen Interview hat man da ganz, ganz neue Möglichkeiten im Vergleich zu anderen Engines. Und ja, also ich sag mal so, die Bilder sprechen ja auch schon mal für sich, ne? Dankeschön. Ja, eine weitere Frage vielleicht. Beim Winter Resource Simulator 2 habt ihr ja auch einen Multiplayer. Wie sieht es denn bei eurem neuen Titel aus? Also Multiplayer ist ein sehr spannendes Thema, wo, glaube ich, sehr viel Potenzial für den Bereich auch U-Bahn drin liegt. Es ist aber so, wir haben jetzt die Strategie, wir wollen das Produkt, was wir jetzt entwickeln, richtig, richtig gut machen. Das soll Spaß machen, das soll Abwechslung bieten und wir wollen uns da gar nicht zu sehr verzetteln. Das heißt, wir fokussieren uns jetzt mal auf die wichtigsten Features und stellen die Sachen, die quasi dann für die Zukunft noch weitere Wünsche sind, mal ein bisschen in den Hintergrund, wohlwissend, dass wir uns dem später annehmen wollen und hoffentlich auch werden. Also sprich, im Release wird es mal keinen Multiplayer geben, aber das Thema steht auf unserer Wunschliste auf jeden Fall auch mit dabei. Wie sieht es denn mit einem, naja, weil wir jetzt auch wieder zukünftig jetzt reden, im VR-Modus? Das ist sogar eines der ersten Dinge, die wir uns anschauen möchten, wenn wir dann eben ein Release haben. Wie gesagt, ich halte halt wenig davon, dass man ein komplexes Produkt, was so komplex ist, dass nicht wirklich getestet werden kann, auf den Markt schmeißt und die Leute das ausprobieren lässt. Deswegen eins nach dem anderen. Wir bringen jetzt mal wie gesagt, einen U-Bahn-Simulator, der richtig Spaß macht, der optisch äußerst ansprechend ist. Den bringen wir mal auf den Markt und dann, man kennt es ja vom Winterresort-Simulator, wir bleiben an unseren Titeln sehr lange dran und pflegen die auch entsprechend. Und da ist VR-Support etwas, was ganz weit oben auf unserer, also was sogar noch über dem Multiplayer, weit über dem Multiplayer auf unserer Wunschliste steht. Gibt es denn zum Beispiel jetzt während der Fahrt jetzt irgendwelche Vorkommnisse oder ist es jetzt von A nach B fahren oder ist da jetzt zum Beispiel irgendeine Streckenstörung oder irgendwie was, die da noch zum Beispiel vorliegt, um das, weiß ich nicht, wird es einen Karrieremodus geben in der Richtung? Ich beantworte auf die Frage mal ein bisschen weiter. Worum geht es überhaupt bei dem Spiel? Wir wollen den Arbeitsalltag von einem Fahrer oder einer Fahrerin der Hochbahn greifbar machen. Und zwar den gesamten Alltag. Das beschränkt sich ja nicht nur auf die Fahrgastfahrten von der Anfangsstation zur Endstation, sondern irgendwie muss der Zug ja überhaupt erst zur ersten Station hinkommen. Da stecken Inspektionen, Kontrollen dahinter. Dann gibt es die Einsatzfahrt. Der Zug muss unter Umständen gewendet werden und solche Dinge. Die wollen wir mit reinbringen. Das heißt, wir fokussieren uns mal grundsätzlich nicht nur auf die Fahrgastfahrt von A nach B, sondern auf alles, was dazugehört. Damit sind wir schon mal abwechslungsreicher unterwegs als jetzt so klassische Simulatoren auf die Art, ich setze mich in meinen Zug und bin abfahrbereit und los geht's. Aber andererseits möchten wir dann entsprechend auch, dass die tatsächliche Fahrt so gestalten, dass man immer wieder auf neue Sachen gefasst sein muss. Das heißt, ja, es wird Störungen geben. Wir hatten da auch die Chance, uns vor Ort in Hamburg am DT5 tatsächlich anzuschauen, welche Störungen gibt es vom Fahrzeug selber, aber auch von Fahrgästen verursacht. Zum Beispiel, was würde passieren, wenn jetzt jemand eine Notbremse zieht oder ähnliches. Wir können jetzt heute natürlich noch nicht genau verraten, wie das aussehen wird nachher spielerisch im fertigen Subway Sim Hamburg. Aber ja, wir haben das Thema ganz, ganz groß auf unserem Schirm für den Release schon drauf. Jetzt ist es ja so, dass Hamburg ja auch theoretisch noch mehr Potenzial bietet, gerade was weitere Fahrzeuge angeht. Habt ihr auch ähnlich wie beim Winter Resort Simulator an Modding gedacht? Also, dass meinetwegen die Community jetzt den DT4 oder meinetwegen auch den DT3, der ja sehr lange auf der U3 gefahren ist, als Fahrzeug mit implementieren kann? Es ist jetzt so, wir haben ja mit dem Engine-Wechsel von der Unity auf die Unreal Engine de facto alles, was wir im Bereich Modding uns aufgebaut hatten, ad acta legen müssen. Also wir haben ja wirklich hier mit einem weißen Blatt Papier neu angefangen mit dem Spiel Subway Sim. Das heißt, wir haben im Moment noch keine so tiefgreifende Modding-Unterstützung, wie wir das aus dem Winterresort-Simulator kennen. Es wird schon die Möglichkeit geben, das Fahrzeug anzupassen und ein bisschen da einfach neu, ja, letzten Endes schon neue Inhalte reinzubringen, beziehungsweise bestehende Inhalte abzuändern. Das Thema komplett neue Fahrzeuge ins Spiel bringen, möchten wir auf jeden Fall unterstützen. Die Frage wird sein, wann das möglich ist. Das ist genau wieder was, wo ich sage, ich halte wenig davon zu releasen, eine halbfertige Modding-Schnittstelle rauszubringen. Erstmal ein gutes Produkt und dann kommen auch diese Sachen mit rein, ja. Gibt es da schon einen genauen Release-Termin oder so angestrebten Release-Termin? Ja, den gibt's. Das wird in der ersten Jahreshälfte 2023 sein. Also das heißt, genau wie ich es jetzt sagte, wir wollen uns konzentrieren auf die Dinge, die wichtig sind. Wir wollen ja auch keine Hauruck-Aktion machen, sondern wirklich ein Spitzenprodukt rausbringen. Das braucht noch ein bisschen Zeit, deswegen das nächste Jahr. Und
dann wird das auch eine richtig runde Sache. Und wie gesagt, nach Release wird es dann sicher auch noch mit Produktpflege weitergehen, mit kleinen neuen, sag mal, Quality of Life Features oder ähnlichem. Da sind wir auch schon selber gespannt, was dann alles noch den Weg ins Spiel mit reinfinden wird. Ja, waren schon extrem überrascht gewesen, halt die Ankündigung halt, ne, dass ihr jetzt hier praktisch eine U-Bahn-Simulation macht, nach dem Winter Resort Simulator, der ja nun doch eine große Fanbase hat. Deswegen, also ich bin auf jeden Fall gespannt, ja, in welche Richtung ihr da geht jetzt. Vielleicht ist jetzt sehr, sehr früh gefragt natürlich, aber habt ihr auch schon Planungen, irgendwie weitere Linien dann hinzuzufügen, wenn die U3 quasi fertig ist oder theoretisch auch in andere Städte zu gehen? Also soll das so eine Art Plattform werden oder halt nur diese U3 in Hamburg beinhalten? Ich gebe dir vollkommen recht, das ist ein ziemlich frühes Stadium. Wir wollen jetzt nicht hier eine Plattform bauen, wo dann alle von vornherein frustriert sind, weil man dann alle 3 Monate irgendwelche DLCs kaufen muss, um überhaupt dabei zu sein. Unser Anspruch ist jetzt erstmal, wirklich den Subway Sim Hamburg so zu machen, dass der spielerisch ein tolles Produkt wird. Natürlich gibt es viele Dinge, die uns reizen würden, sowohl in Hamburg als auch in anderen Städten. Aber solange nicht das Produkt so ist, dass man guten Gewissens sagt, ja, das ist jetzt solide und etabliert, hat es auch gar keinen Sinn, dass wir da irgendwie in die Breite gehen. Das heißt, auch hier wieder klarer Fokus auf das, was wichtig ist, auch das, was letzten Endes bei euch Spielern einen Wert bringt. Und erst wenn wir die Dinge haben, dann gehen wir auch in die Breite. Aber das ist natürlich schon was, was uns für die Zukunft sehr groß reizt. Und für die Consoleros ist da irgendwie. Auch hier wieder nicht zu viel auf einmal vornehmen, aber auch das ist ein Thema, was wir sicherlich in Zukunft anschauen werden. Ja, wie sieht es denn so von der Detailtiefe aus? Also ich kenne zum Beispiel in Hamburg die U-Bahn relativ gut und weiß, dass zum Beispiel die Abfertigung durch den Fahrer per Kameras erfolgt. Also der kriegt dann im Prinzip auf Monitor im Fahrzeug ja die Bilder der Stationen eingespielt. Setzt ihr sowas auch mit um? Ja, es ist natürlich, also irgendwo muss man natürlich dann eine Grenze ziehen, aber sowas wie zum Beispiel die Kamerascreens werden sicher mit dabei sein. Ich kann da auch vielleicht euch mal zeigen, wir haben die Möglichkeit gehabt, also mit Unterstützung und mit Zusammenarbeit mit der Hochbahn überhaupt mal alles vor Ort kennenzulernen. Das heißt, wir hatten wirklich die Chance, im Betriebshof der Hochbahn uns den DT5 mal anzuschauen, zum Beispiel auch anzuschauen, die beiden Touchscreens, die ja am Führerstand sind, der linke und auch der rechte. Wir haben die einzelnen Taster alle erklärt bekommen. Wir haben sogar Tonaufnahmen von jedem einzelnen Tastendruck und so weiter aufgenommen. Das heißt, ja, die Detailtiefe wird hier richtig, richtig Spaß machen und wird auch richtig, richtig weit runtergehen. Wird alles im Cockpit bedienbar sein oder ist nur Show? So ein bisschen. Also gerade diese Es wird Monitore, ne, und so. genau, es wird so sein, wie man es auch aus dem Winterresort-Simulator kennt. Im Winterresort-Simulator, wir haben jetzt nicht jeden einzelnen Taster natürlich mit Funktionen drin, weil manche Dinge sind dann für Spieler einfach zu komplex, aber wir haben schon richtig viel Detailtiefe drin und die meisten Buttons und auch am Touchscreen einige Funktionen werden definitiv mit drin sein. Ja, sieht auf jeden Fall so jetzt nicht aus der Realität, sondern das, was wir vom Spiel gesehen haben, sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant aus, ne? Und Dankeschön. ja, gerade im Bereich U-Bahn ist es ja so, dass seitdem TML Studios ja seine World of Subways-Reihe ja nicht mehr weiterführt, gab es ja lange auch im Bereich U-Bahn nicht wirklich viel. Und das ist natürlich schön, dass da dann auch im Bereich U-Bahn wieder neue Dinge jetzt kommen, ne? Richtig, ist auch für uns das erklärte Ziel, dass wir hier an alle, die irgendwo früher schon Fans von der World of Subways-Reihe waren, anknüpfen können und genau das auch mit abholen und den Spielspaß, den man aus der World of Subways-Reihe kennt, hier eben auch wieder mit reinzubringen. Dann mal eine Frage, die vielleicht jetzt ein bisschen. Es ist ja jetzt gerade so, dass ja jetzt gerade für den Train-Simulator jetzt ja auch ein U-Bahn-Add-on jetzt entwickelt wird. Seht ihr da das jetzt als Konkurrenz an oder sagt ihr jetzt eher so, das ist das und wir haben unser eigenes Ding? Ist eine sehr spannende Frage, dessen sind wir uns natürlich bewusst. Die Frage ist die des Schwerpunktes. Worum geht es in dem jeweiligen Spiel? Bei uns ist das erklärte Ziel, wir wollen Abwechslung bieten. Wir wollen nicht
60 Kilometer Strecke haben mit x Stationen, wo ich die ganze Zeit bremse und beschleunige, dann 2 Minuten fahre und dann wieder bremse und beschleunige, sondern wir wollen Spielspaß reinbringen. Das heißt, wir zielen letzten Endes auch auf ein anderes Spielerlebnis ab. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte die längste Linie erleben und ich möchte wirklich die ganze Strecke abfahren, dann wird vielleicht eher das Train Simulator Add-on gut passen. Aber wenn man sagt, okay, eigentlich will ich nicht 60 Mal Beschleunigung und Bremsen, sondern ich will hier Abwechslung erleben, ich will Wendefahrten haben, ich will, dass mal was passiert, was man so aus dem Train Simulator ja einfach nicht kennt, dann ist man sicherlich mit unserem Produkt oder wird das spannender zum Spielen sein, sagen wir es mal so. Das heißt, ich denke, wir bedienen am Ende doch recht unterschiedliche Zielgruppen. Das Train Simulator Add-on richtet sich eher an die klassischen Eisenbahnfreunde und wir werden hier eben das aufgreifen, was man aus der World of Subways-Reihe schon kennt, aber deutlich, deutlich mehr in die Tiefe eben noch gehen. Wird es Open World geben? Also kann man sich quasi frei bewegen in der Ego-Perspektive oder ist man quasi nur im Führerstand? Sehr, sehr guter Punkt. Natürlich First Person. Also das heißt, du kannst aus der U-Bahn aussteigen, kannst zum Beispiel vom vorderen Führerstand zu dem hinteren laufen und einen Fahrtrichtungswechsel machen. So, auf sowas legen wir sehr, sehr viel Wert. Und deswegen sage ich auch, das unterscheidet sich sehr deutlich von dem, was im Train Simulator üblich ist. Ja, dann kann man ja zum Beispiel auch mal, wenn man irgendwie meinetwegen auf der Strecke liegen bleibt oder so, kann man auch mal aussteigen und gucken, woran es liegt oder so. Genau, richtig. Ja, das klingt auf jeden Fall wirklich sehr, sehr interessant, ne? Wenn man dann auch mal, keine Ahnung, mal so eine Streckenbegehung macht und wenn die Strecke meinetwegen gesperrt ist, mal am Hafen da langläuft von den Landungsbrücken aus Richtung Hauptbahnhof und sich das dann mal alles ganz in Ruhe anguckt, das stelle ich mir schon wirklich, ja, sehr, sehr spannend vor, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Richtig. Du Frage. Achso, dann mach du. Ich wollte nur sagen, richtig, du sagst es genau, wie es ist. Der Abschnitt im Hafen ist natürlich auch einfach faszinierend. Also der Ausblick, den man dort hat, in der Realität mit der Elbe auf der einen Seite und der Innenstadt auf der anderen Seite, ist einfach phänomenal und das wird auch eines der Highlights in unserem Spiel werden. Weiß jetzt nicht, ob die Frage schon mal kam, aber so ein Szenario, also so ein Szenario-Editor, so ein Szenarien-Editor. Irgendwie da was, irgendwie. Haben wir am Schirm. Also Ah, ich okay. kann jetzt noch nicht versprechen, wie viel davon zu Release im Produkt mit drin sein wird. Aber natürlich Abwechslung und vor allem dauerhaft Abwechslung zu haben in so einem U-Bahn-Simulator, setzt irgendwo voraus, dass man auch da seine eigenen Ideen einbringen kann. Das heißt, Szenarien-Editor ist ein Thema, was wir uns anschauen werden. Wie gesagt, das Timing wird sich dann noch zeigen, wie früh oder wie weit nach Release sowas dann in das Spiel reinkommen wird. Ja, jetzt hatte ich noch irgendeine Frage, die ist mir gerade entfallen. Ja, es ist mir gerade wirklich entfallen. Ach so, genau, wird man dann auch bei KI-Zügen mitfahren können, quasi als Kollege meinetwegen, man beginnt irgendwo an irgendeiner Station, fährt er mit dem Kollegen mit und löst ihn dann irgendwo ab oder ist sowas nicht geplant? Ist zum Beispiel eine spannende Idee, weil genau wie du sagst, jetzt eine Fahrt oder eine Schicht von einem Hochbahnfahrer beginnt ja nicht notwendigerweise immer im Betriebshof mit der Bereitstellung von einem Zug, sondern kann auch einfach jemanden anderen ablösen. Ist ein Thema, was sag mal, genau unseren Stil widerspiegelt, wie wir uns das Gameplay vorstellen. Aber da werden wir sicherlich dann in den nächsten Monaten vor Release noch genauer zeigen können, wie das dann konkret im Spiel aussehen wird. Ja, und vom KI-Autoverkehr, also man fährt ja auch relativ viel als Hochbahn durch die Stadt, gibt es dann da richtig Auto-KI-Verkehr und auch meinetwegen KI-Busse oder? Also uns ist ein großes Anliegen, dass die Stadt lebhaft ist. Das heißt, wir wollen hier kein Standbild, keine eingefrorene Welt oder ähnliches. Dementsprechend, ja, KI-Autos gibt es auf jeden Fall. Wie weit wir dann gehen von der Detaillierung mit Bussen und so weiter, muss man dann gucken, weil natürlich der Fokus ist mal, dass die Schiene gut funktioniert, dass die Signale super funktionieren, dass auch letzten Endes einfach die Betriebsabläufe, die wir hier haben, nicht bei jeder Fahrt dieselben sind, sondern dass da Abwechslung reinkommt. Das würde man sicherlich höher priorisieren, als dass jetzt zum Beispiel ein Bus draußen unterwegs ist. Aber wir werden auch in die Richtung schauen, dass es einfach unterm Strich wirklich ein Spielerlebnis ist, wo immer mal wieder was mit reinkommt, wo man sich denkt, ah wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Joa, das klingt auf jeden Fall spannend. Hast du noch eine Frage zum Subway Sim, Bio? Aktuell nicht, nee, ich glaube, wir haben eigentlich soweit alles gesagt, ne? Also fragt Dann zumindest. hätte ich mal noch zum Winter Resort Simulator eine Frage.
Und Gerne. zwar, wir wollen uns jetzt auch so ein bisschen öffnen und auch so ein bisschen nicht nur was ÖPNV angeht bei uns auf dem Kanal betrachten, sondern auch ein bisschen mehr in andere Bereiche vordringen. Was kommt denn jetzt demnächst so Neues beim Winter Resort Simulator, beziehungsweise was kann die Community da jetzt für die Zukunft noch Schönes erwarten? Im Winterresort-Simulator gibt es dieses Jahr ein neues Content Pack. Das heißt, es gibt endlich wieder neuen Inhalt für die Fans. Wir bringen eine brandneue Spielwelt mit rein. Das ist das Skigebiet Riedstein. Ist ein fiktives Gebiet, was ungefähr in den Alpen liegt und was, sagen wir mal, mit besonderem Blick aufs Detail ausgestaltet wurde. Zusätzlich auch für alle, die sich besonders für die Seilbahn interessieren, haben wir genug Inhalt. Wir haben eine Gondelbahn mit einer Mittelstation. Das ist auch das technische Highlight des DLCs, wo also der Knickwinkel zwischen den beiden Sektionen, zwischen der unteren Sektion und der oberen, frei einstellbar ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine eigene Map bauen möchte, dann kann ich die Mittelstation einsetzen, genauso wie ich sie haben will. Ob das jetzt eine Kurve nach links ist oder nach rechts oder geradeaus, genau wie ich das möchte, kann ich das auch bauen. Und der dritte Punkt, der im DLC noch neu mit reinkommt, ist, dass wir einen Multiplayer-Modus ausbauen und es jetzt endlich auch die Möglichkeit gibt, im Multiplayer gemeinsam mit den anderen Ski zu fahren und das Ganze mit einem Third-Person-Character, sodass es auch wirklich Spaß macht. Das heißt, es wird ein rundum neues Paket für den Winterresort-Simulator. Wir bessern an allen Ecken und Enden das Spiel auf. Es wird auch zusätzlich ein Update geben, wo dann nochmal ein paar Quality of Life-Verbesserungen für das Spiel selbst kommen. Und so frischen wir also quasi einfach dieses Spiel auf, weil es einfach nach 2 Jahren auch wieder neuen Content verdient hat. 2 Jahre. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Also das werden wir uns, denke ich mal, auch hier anschauen im Multiplayer, oder? Definitiv, ja. Aber da kann man sich ja auf jeden Fall schon mal darauf freuen, dass ihr den Subway-Simulator nicht einfach nur rauswerft und dann ist er da, sondern dass ihr den weiterhin dann noch viele, viele Jahre dann wahrscheinlich dann weiter dann belebt, denn, ne? So wie den Winter Resort Simulator jetzt. Wenn es jetzt so nach Genau. 2 Jahren jetzt immer noch neuen Content gibt, das verspricht doch viel. Richtig, ist auch unser Ansatz. Also, wir haben jetzt auch gesagt, okay, wir könnten jetzt natürlich nur die Subway machen, aber es ist einfach nicht unser Stil, ein Produkt nach dem anderen rauszupfeffern und dann das komplett zu ignorieren. Sondern unser Stil ist es, wir machen Produkte, hinter denen wir stehen und die wir dann auch langfristig pflegen. Und deshalb gibt es jetzt eben für ein Produkt, was 2020 rausgekommen ist, immer noch regelmäßige Updates und jetzt eben endlich auch neuen Content. Und genau diese Philosophie möchten wir natürlich auch mit dem Subway in Hamburg verfolgen. Das ist schön, das freut mich. Ja, das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Ja, dann würde ich sagen, bedanken wir uns natürlich recht herzlich dafür, dass wir diesen Einblick schon mal bekommen konnten. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, denke ich mal, alle auf Subways in Hamburg und auf die neuen Inhalte für den Winter Resort Simulator. Ja, genau. Super. Dankeschön, hat mir Spaß gemacht. Ciao. Ja, Ciao. sehr gerne. Vielleicht sieht man sich auf der Gamescom.